Hallo, ich grüße dich ganz herzlich. Wünsche dir einen wunderschönen Montagmittag. Ich sehe gerade, ich habe Lippenstift an den Zähnen. Sorry, ich hoffe, ich bin gut zu hören, denn ich hatte gestern schon mal dieses Live-Video hier gemacht zu diesem Thema, wie du Botschaften über deine Seele erkennst. Und das Ganze ohne Ton, weil mein Kopfhörer nicht funktioniert hat. Und ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ich sehe gerade, Zuschauer sind da. Schick mir doch bitte mal einen Daumen hoch oder ein Herz. Ich hoffe, das kann ich jetzt hier übers Handy sehen, übers Smartphone. Dann weiß ich nämlich, dass ich gut zu sehen und zu hören bin, bevor ich hier jetzt wieder Dinge mit dir teile, wie du die Botschaften deiner Seele erkennst. Und keiner hört mich. Eine Fliege ist schon mal da, die will auch wissen, welche Botschaften ihre Seele ihr schickt. Also, Herzlein, komm, danke, danke. Scheint jetzt mit dem Ton zu funktionieren. Das hat wohl an meinem Kopfhörer gelegen. Okay, also, wie du die Botschaften deiner Seele erkennst. Und zwar, ich möchte da so eine eigene Geschichte von mir mal gerne mit dir teilen, in der du dich aber in Teilen bestimmt wiederfindest. Am Freitag hatten wir unseren Auszeittag und da ist mir irgendwie so morgens beim Frühstücken, beim Brunchen bewusst geworden, wir haben ja heute Freitag den 13. Freitag der 13. Und an einem Freitag, dem 13. 1987, es war im Februar, ein paar Jährchen her, hatte ich mich vorgestellt, hatte ich ein Vorstellungsgespräch bei meinem damaligen absoluten Traumjob. Vorstandssekretärin im öffentlichen Dienst. Wow! Warum war es mein Traumjob? Also ich hatte damals gerade so die Ausbildung zur Sekretärin gemacht, war gerade fertig oder Direktionsassistentin auch schon, ist ja egal. Auf jeden Fall, einige, die mit mir da die Ausbildung gemacht hatten, die waren auch unheimlich heiß auf diese Stelle. Es gab einige hundert Bewerberinnen. Ja, und ich war dann schließlich die Auserwählte und war natürlich total stolz. Da ist eine Fliege, die hier unbedingt ihren Seelenplan auch entdecken möchte. Bitte bleib mir von der Kamera hier weg. Okay, ich war damals die Auserwählte. Und war natürlich mächtig stolz, diese Stelle endlich da im öffentlichen Dienst bekommen zu haben. Hab dann angefangen am 1. April, kein Scherz, 1. April 87 war Start. Und ich habe schon nach einigen Wochen, im Grunde genommen habe ich es eigentlich schon so die ersten Tage gemerkt, wo mein Bauch mir schon gesagt hat, was geht hier denn ab? Wo bist du denn hier gelandet? Ja? Also das waren schon Gefühle in mir, aber stolz auf mich, Stelle bekommen zu haben, aufgeben kommt überhaupt nicht in Frage, Augen zu und durch. Das war immer so mein Motto. Und mir hatte damals auch noch jemand gesagt in diesem Unternehmen, mit dem ich mich da unterhalten hatte, es hat noch nie jemand auf dieser Stelle länger als ein halbes Jahr durchgehalten. Guten Morgen, liebe Gabi. Ich hoffe, ich bin zu hören jetzt. Ich habe eben schon ein Herzlein bekommen. Schick mir auch noch gerne ein Herzlein oder einen Daumen hoch, damit ich weiß, dass auch weiterhin der Ton passt, bevor ich hier weiter rede. Und keiner hört mich. Ja, also mir hat damals auf jeden Fall in dieser Firma auch noch jemand gesagt, auf dieser Stelle hat noch nie jemand länger als ein halbes Jahr durchgehalten. Das hat mir zum einen zu denken gegeben, auf der anderen Seite war auch für mich das damals so der sportliche Anreiz, ich halte da durch. Ich halte da durch auf Biegen und Brechen. Danke, liebe Gabi. Und was hat meine Seele dann gemacht über den Körper? Du hast bestimmt den Spruch auch schon mal von mir gehört. Geh du vor, sagte die Seele zum Körper. Dann wird er auf dich hören, weil auf mich hört er nicht. Und der Körper sagt dann, ich werde krank werden. Das heißt, die Seele schickt uns dann letzten Endes über den Körper Signale. Und das war dann letzten Endes auch so, dass mir morgens übel war.
Nach dem Frühstücken, dann dachte ich, okay, ich sollte vielleicht keinen Kaffee mehr trinken, die Milch ist schlecht. Dann gab es Situationen, wo ich mich übergeben musste, bevor ich überhaupt aus dem Haus bin. Da dachte ich, okay, Essen von gestern Abend liegt mir noch im Magen. Hab zu spät gegessen, das war jetzt einfach zu viel. Dann gab es Situationen, wo es mir einfach schwindlig war. Ich habe das dann darauf zurückgezogen, dass ich einen sehr niedrigen Blutdruck habe, deshalb ist mir schwindlig und solche Dinge. Wir finden ja, wenn wir wollen, auch dafür dann immer Erklärungen, warum der Körper so und so gerade ja, agiert. Letzten Endes waren es natürlich Botschaften von meiner Seele. Ich könnte jetzt noch weitere Beispiele da nennen. Wenn du jetzt mal so in deinem Leben zurückblickst und wenn es nur, muss ja nicht auf die letzten 30 Jahre sein, sondern nur mal so das letzte Jahr zurückblickst als Beispiel. Wo hat dein Körper dir da schon Signale geschickt? In Form von kleineren oder vielleicht auch größeren Disharmonien, Signalen. Und du hast es missachtet oder bist immer noch dabei, es zu missachten. Denn dieses Missachten von diesen Botschaften, das hat man uns ja auch nie beigebracht. Man hat uns ja nie gesagt, hey, wenn deine Seele, zum einen spricht die mit dir über die leise Sprache der Seele, über Gefühle, deine Seele spricht mit dir über die leise Sprache von Gefühlen, nimm das wahr, sondern wir sind Meister darin geworden, unsere Gefühle zu unterdrücken. Und wenn dann der Körper, wenn die Seele sich den Körper dann zu Hilfe nimmt und solche Signale uns schickt, dann haben wir das ja auch nicht gelernt, so zu deuten. Nehmen es nicht wahr und missachten das, was dazu führt, dass wir letzten Endes immer mehr Energie lassen, statt dass wir Energie nachtanken. Ja, und irgendwann geht dann halt nichts mehr. Irgendwann findet man sich dann vielleicht in der Depression, im Burnout. Bei mir waren es damals Depressionen. Den Begriff Burnout, den gab es vor über 30 Jahren noch nicht. Der ist, glaube ich, erst später irgendwie in dem Stil kreiert worden. Sonst hätte man mir wahrscheinlich auch einen Burnout kreiert, diagnostiziert, mit dem, ja, das dann einfach so damit geendet ist, dass ich dann erstmal zweimal die Woche einer Therapeutin auf der Couch gegenüber saß und damals aber auch schon gedacht hat, was mache ich hier? Ich bin hier auch irgendwie im falschen Film. Und schlussendlich dann eben auch damit endete, dass ich auch 2 Monate dann völlig außen vor in der Klinik war. Warum? Weil ich diese Botschaften, die vorangegangen sind, einfach missachtet hatte und irgendwann geht halt nichts mehr. Und deshalb teile ich das jetzt hier mit dir, um dich mal dazu einzuladen, schau mal, wo dein Körper, in welchen Bereichen, in welchen Situationen, dir auch schon Signale schickt, hey, du bist auf dem Holzweg unterwegs. Letzten Endes, ich habe es schon mal erwähnt, wir haben es nicht gelernt, diese Botschaften zu entschlüsseln, sondern wir sind zwar auf die Welt hergekommen, haben uns unsere Familie, unsere Seelenfamilie, um es jetzt mal ein bisschen spirituell auszudrücken, ausgesucht, haben unseren Rucksack gepackt und sind dann darunter in die Familie, haben aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt und haben dann mit großen Augen in die Welt geblickt, was kann ich heute hier alles entdecken, was gibt es für mich heute zu kreieren, alles ist für uns möglich gewesen. Voller Neugierde sind wir morgens aus dem Bettchen gehüpft, bis dann so erstmal die gut gemeinte Erziehung vieles über uns gestülpt hat und dann später das Schulsystem, der Mainstream und dem haben wir uns dann letzten Endes gebeugt. Und so glauben wir dann, das Leben ist halt so, das Leben ist eine harte Schule, das Leben ist schwer, was sich dann unter anderem vielleicht auch durch eine Schwere im äußerlichen Bereich, im Hinblick aufs Gewicht, auf die Waage dann bemerkbar macht.
Und dann trösten wir uns damit, okay, ich habe hier einen Job, mit dem ich ganz gut verdiene. Es gibt da draußen viele Menschen, denen geht es doch viel schlechter als mir. Also das sind alles Dinge, mit denen ich mich getröstet habe. Ich habe mich auch morgens dann gefragt, was geht in deinem Kopf vor? Warum sträubt sich eigentlich alles irgendwie auf eine gewisse Art und Weise in dir, dich jetzt ins Auto zu hocken und dahin zu fahren? Du machst doch keine schwere Arbeit, du hockst doch am Schreibtisch und eigentlich macht dir die Arbeit doch auch Spaß. Was ist das da in dir? Ich habe es aber einfach nicht zugelassen. Ich habe es nicht zugelassen, weil ich auch keine Anleitung hatte, weil mir sowas niemand beigebracht hatte, mal in mich hineinzulauschen und mal wirklich zu schauen, was verbirgt sich denn dahinter? Was verbirgt sich denn hinter diesen Signalen, die mein Körper mir gerade schickt? Und darum geht es letzten Endes. Dazu möchte ich dich einfach mal ermutigen und einladen. Schau mal rückblickend nur aufs letzte Jahr, wo dein Körper dir da Signale geschickt hat, unterschiedliche Art und Weise, sei es in Form von Rückenschmerzen, in Form von Schwindel, in Form von ständiger Grippe oder Schnupfen oder Magenschmerzen. Neurodermitis hatte ich eine Phase. Ganz schlimm, wo ich mir nachts die Oberarme blutig gekratzt hatte unter der Bettdecke, weil ich mich einfach in meiner Haut nicht wohl gefühlt hatte. Aber es hat mir niemand beigebracht, diese Dinge mal zu deuten. Sonst hätte ich viel, viel früher meinem Seelenweg folgen können, diesen entdecken können und daraus eben den Seelenberuf kreieren. Und auf diese Art und Weise, und da gehört natürlich auch ein bisschen Mut und ein bisschen Ehrlichkeit dazu, wenn du darauf mal lauschst und mal fragst, liebe Seele, lieber Körper, was wollt ihr mir denn damit sagen? Wo genau bin ich auf dem Holzweg unterwegs? Wo genau lausche ich mit meinem Herz und was braucht es an Veränderungen? Was braucht es, dass ich endlich nicht weiter auf der rechten Spur unterwegs bin, sondern auf der linken Spur, wenn ich die linke Spur jetzt mal damit vergleiche, dass die die Spur zu deinem Herzen ist. Was braucht es? Und dann wirst du Antworten bekommen. Antworten in Form von einem Gefühl, Antworten in Form von Bildern, Antworten in Form von Gedanken. Du darfst dich dem einfach nur öffnen und dann bekommst du Antworten darauf. Und sobald du diese Antworten auch zulässt und deutest und auch Entscheidungen triffst, okay, ich habe die Botschaft verstanden, ich gehe jetzt mal in die Richtung, ich biege jetzt nach links in Richtung meines Herzens ab, dann wirst du auch merken, dass dein Körper keinen Grund hat mehr, dir diese Signale zu schicken. Denn sobald ich angefangen habe, wirklich meinem Herzen zu folgen und ja, inzwischen ja jetzt schon seit einigen Jahren ganz authentisch unterwegs bin, zu 100% die Dinge mache, die mir am Herzen liegen, hat mein Körper keinen Grund mehr, irgendwelche Signale zu schicken. Und das sind solche Dinge, denen sich niemand von uns auch entziehen kann, weil jede Disharmonie, die der Körper uns schickt, ist letzten Endes nichts anderes auch als ein Energiemangel, der sich dann erstmal auf der geistigen Ebene zeigt, um es mal so auszudrücken, in Form von einem Gefühl. Wenn wir es nicht wahrnehmen, wenn wir es nicht zulassen, dann manifestiert er sich und zeigt sich einfach irgendwo auf der körperlichen Ebene. Ist ein anderer Ausdruck dafür. Macht das Sinn für dich? Und sobald du diese Disharmonie eben gelöst hast und wirklich deinem Herzen folgst, ist dieses Defizit ja nicht mehr da. Der Energiepegel ist ja wieder gefüllt, dann gibt es keinen Grund, dass Disharmonien da sind. Okay.
Und deshalb wollte ich das mit dir teilen, so der Freitag. Freitag der 13.1987, dass ich damals einfach ja diese vielen Botschaften missachtet habe und so diese Odyssee von vielen, vielen Jahren im Tief durchleben durfte. Aber du bist hier, du musst das jetzt nicht auch genauso lange durchleben, sondern das kann viel, viel schneller gehen. Und die jetzige Zeitqualität spricht natürlich auch dafür. Da kann man solche Botschaften, solche, ja, die leise Sprache der Seele viel, viel schneller entschlüsseln, weil wir alle dabei sind, auch ein anderes Bewusstsein zu kommen. Und was dann einfach fehlt, ist noch das Navigationssystem. Wenn ich das Navigationssystem gehabt hätte, damals schon vor vielen Jahren, wie ich wirklich von A nach B komme, und das hast du hier ja auch, also wenn ich damals einen Mentor, einen Coach an meiner Seite gehabt hätte, der mich dort abgeholt hätte, wo ich gerade stand und wirklich dorthin gebracht hätte und nicht wie so ein Puzzlestück, ein Puzzle nach dem anderen nur mit mir angeschaut hätte, wäre ich ja viel, viel schneller auf den Weg gekommen. Und das ist einfach das Wertvolle, wenn man wirklich jemanden hat an seiner Seite, der dort ist, wo man hin möchte und der einem den Weg zeigen kann. Gabi schreibt, ganz wichtig, auf die Körpersignale zu hören, nur hat es keiner gelernt, es richtig zu interpretieren. Ja, ganz genau, liebe Gabi, so ist es. Ne? Genau. Wir sind dazu konditioniert, auch dann einfach die Verantwortung abzugeben, zum Arzt zu gehen, einer dritten Person zu sagen, hey, guck mal, was mit mir los ist. Wenn es so einfach wäre, wie es tönt, ja, Uschi. Im Prinzip ist es leicht oder im Prinzip ist es einfach, aber es ist nicht leicht. Im Prinzip ist es einfach, aber es ist nicht leicht. Das ist unter anderem ein Aspekt, den ich eben damit gemeint habe. Diese Ehrlichkeit zu sich selbst, diese Offenheit, sich selbst gegenüber das einzugestehen, weil auf der einen Seite, um es nochmal an meinem Beispiel zu nennen, mein Kopf, mein Ego war total stolz und happy, diese gefühlsmäßig gefragteste Stelle, die ausgeschrieben wurde, ganz offen über die Zeitung damals, zu bekommen. Ich habe mich ja total geehrt gefühlt, die Auserwählte zu sein. Ja? Aber mein Herz, das hat einfach geschrien und hat mir gesagt, was du dir hier gerade antust, das geht überhaupt nicht. Weil ich hatte ja so ein mangelndes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein und, ohne da jetzt auf Details einzugehen, sonst hätte ich mir das ja nicht angetan. Und das war das Schwierige damals für mich, was ich nicht hinbekommen habe, wirklich auf mein Herz zu lauschen, mein Ego, meinen Kopf als Beobachter einzusetzen. Also das sind so die Unterschiede zwischen leicht und einfach. Im Prinzip ist es einfach. Das, was nicht daran leicht ist, ist dann wirklich ehrlich zu sein, zu sich selbst, sich das einzugestehen, auch das Ego teilweise zu überwinden. Und was dann natürlich auch dazu kommt, sind ganz klar Existenzängste. Weil das war damals eine Stelle, die auch deshalb so gefragt war, zumindest in den Kreisen, in dem Umfeld, in dem ich war, die recht gut dotiert war, die gut bezahlt war. Und das war ja auch mit der größte Anreiz, diese Stelle auch zu bekommen, um mehr Geld zu verdienen. Ich hatte damals durch diese Stelle wesentlich mehr Geld verdient. Und dann geht man dahin des Geldes wegen und redet sich dann auch nochmal Dinge schön und denkt sich, ja gut, Lebensstandard, ich würde mir gern das erlauben, würde mir gern das erlauben und dies und jenes. Und geht letzten Endes dahin des Geldes wegen. Im Grunde genommen, das mag jetzt ein bisschen hart klingen, aber letzten Endes ist es so. Man prostituiert sich im Grunde genommen des Geldes wegen. Und sei es, dass es so eine Stelle ist, wie es bei mir damals war, im Vorstandssekretariat, im öffentlichen Dienst. Ich habe mich im Grunde genommen prostituiert des Geldes wegen.
Ja? Also immer wenn man Dinge macht, die man ansonsten nicht machen würde. Ich spreche jetzt nicht hier von einer Prostitution auf der sexuellen Ebene, was wir hier im Mainstream mit Prostitution bezeichnen, sondern ich spreche auch in der Richtung davon, wenn man Dinge macht, die man nur des Geldes wegen macht, weil am Monatsende Summe X auf dem Konto erscheint, könnte man ebenso bezeichnen. Klingt ein bisschen krass. Letzten Endes, ja, ist etwas dran, wenn man mal so in sich hineinlauscht. Okay. So, und das ist das, wo das Stückchen Mut dazu gehört, dann wirklich auch Entscheidungen zu treffen und zu sagen, so, stopp. Mein Leben und die Lebenszeit ist das Allerwichtigste, was ich habe. Und je länger ich die Botschaften meiner Seele hier missachte, umso energieloser werde ich, umso mehr bin ich auf dem Holzweg unterwegs, umso größer werden die Disharmonien, bis ich dann irgendwann von der Senkrechten in die Waagerechte geholt werde und dann geht gar nichts mehr. Und ist es das wirklich wert? Bin ich mir das wirklich wert? Und habe ich mir mein Leben wirklich mal so vorgestellt? Und da geht es natürlich auch darum, wieder das Urvertrauen ins Leben auszukramen, das jeder von uns mitgebracht hat, das nur im Laufe der Jahre einfach aufgrund verschiedener Gegebenheiten auch zunichte gemacht wurde. Aber dieses Urvertrauen, das haben wir nichtsdestotrotz noch in uns verankert. Das gilt es auszugraben, dass das Leben es gut mit uns meint, dass das Universum, dein höheres Selbst, deine Seele, ganz gleich, welchen Namen du dieser Instanz geben möchtest, dass es da etwas Wohlwollendes gibt, das dich leiten möchte, das dir den Weg zeigen möchte, das sich daran erinnern möchte, hey, du bist eigentlich hierher gekommen, Entschuldigung, um deinen Seelenplan zu leben, um deine Seelenaufgabe zu machen, um daraus deiner Berufung zu folgen, dem Ruf deiner Seele zu folgen. Das ist eigentlich das, was im Wörtchen Beruf drinsteckt, Ruf, Ruf der Seele folgen. Wir deuten das nur anders. Ja? Silvia, es ist wirklich nicht leicht, da ich schwer Nein sagen kann, bekomme ich es körperlich zu spüren. Am meisten ist es das Mutterthema, das mir zu schaffen macht. Meine starke Mama fordert mich halt sehr stark. Und ja, da würde ich am liebsten einen Stopp einlegen. Ja, Silvia. Silvia, wie sage ich dir das jetzt? Zum einen mal großes Kompliment, dass du den Mut hast, hier das so offen zu schreiben. Und Kompliment an dich, dass du es auch mal so überhaupt erkennst. Mach dir das mal bewusst. Der erste Schritt zu Veränderungen ist immer auch, das überhaupt mal zu erkennen. Und du hast jetzt schon mal erkannt, dass es da ein Mutterthema ist, von dem du dich bislang nicht lösen kannst und dass deine Mama dich sehr stark da einnimmt und du würdest am liebsten einen Stopp einlegen. Also dein Kopf sagt, was auch immer sich jetzt dahinter verbirgt, Silvia, im Detail jetzt, warum das auch immer so ist mit dir und deiner Mama. Dein Kopf sagt, ich kann doch nicht, weil, 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 hat viele Begründungen und dein Herz schreit, bitte, 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 lausch doch mal hier auf mich und geh doch mal deinen Weg. Das sind so die Fakten bislang. Und jetzt schau mal, Silvia. Ich nenne es jetzt mal Verstrickungen zwischen dir und deiner Mutter, die zurzeit da sind. Ich gebe dir einfach mal so ein paar Fragen jetzt mal mit auf den Weg. Wie fühlt sich das für dich an und wie fühlt es sich für deine Mutter an? Einfach gefühlsmäßig, lausch mal auf den ersten Impuls. Fühlst du dich frei in der jetzigen Situation? Was kommt da, ein Ja oder ein Nein? Und fühl auch mal hinein, wie fühlt sich deine Mutter? Fühlt die sich frei?
Ja oder nein? Das heißt, da gibt es Verstrickungen zwischen euch beiden. Von meiner Wahrnehmung kommt da ein Ja, dass weder deine Mutter frei ist noch du. Und ihr da in einem Konstrukt euch befindet von unguten Verbindungen. Und jetzt stell dir mal vor, wenn du, Silvia, für dich die Entscheidung triffst, ich befreie mich jetzt von diesen unguten Verstrickungen, die sowohl mich als auch meine Mama im Unfrieden halten, die uns beiden daran hindern, in unsere wahre Größe, Stärke und Energie zu gehen. Was wird sich verändern? Was wird sich verändern für dich? Was wird sich verändern für deine Mutter? Also solche Dinge, wenn man in der Richtung seinem Herzen folgt, kannst du niemand anderen verletzen. Eine Beziehung aufzubauen auf der Herzebene, zu handeln, auf der Herzebene zu kommunizieren, kann niemand anderen verletzen. Das sind alles Dinge, die unser Kopf, unser Denker uns sagt. Wir können jemand anderen nur verletzen, wenn wir auf der Kopfebene letzten Endes agieren, wenn wir nicht aus dem Herzen heraus agieren. Weil dann kommen Dinge unter Umständen in Form von Handlungen, in Form von Worten aus unserem Mund heraus, die aus Wut, aus Neid, aus Hass, aus Zorn, aus Eifersucht oder sonstigen Süchten, Habsucht, Gier, was auch immer. Wir handeln und agieren immer entweder aus der Liebe heraus oder aus Angst heraus. Und unter Angst fallen all diese Dinge, die ich gerade erwähnt habe, wie Wut, Hass, Neid, Zorn und so weiter. Dann kann ich verletzend wirken. Ja, das stimmt. Verstrickungen seit Kindheit und sie hat schwere Depressionen. Silvia, wem hilfst du denn damit? Wenn du dich zur Verfügung stellst, diese Energien von deiner Mutter über dich zu stülpen, wem hilfst du damit? Vielleicht hilft diese Frage dir. Hilfst du dir selbst damit? Hilfst du dir deiner Mutter damit? Ich kenne das auch nur zu gut. Ich meine, meine Depressionen, mein Weg bislang so von dem Jahr 87 angefangen, von dem ich eben gesprochen habe, hat auch was mit meiner Geschichte natürlich zu tun. Ich durfte das auch mal einfach erleben, weil meine Mutter einfach auch total unzufrieden mit sich selbst war und letzten Endes auch depressive Phasen hatten. Und ich hatte die übernommen, hatte natürlich auch als Kind darunter zu leiden. Und jetzt frag dich mal, Silvia, wem hilfst du damit, in diesen Verstrickungen drin zu bleiben? Hilfst du dir? Hilfst du deiner Mutter? Und stell dir mal vor, du löst dich von diesen Verstrickungen. Wem hilfst du dann? Hilfst du dann dir und deiner Mutter? Und können sich dann wundersame Dinge ergeben, sowohl für dich als auch für deine Mutter? Und Silvia, wenn du komplett in deiner eigenen Macht, Größe und Energie bist, was für ein Mehrwert kannst du letzten Endes auch sein? Was für ein Energiespender kannst du sein für deine Mutter? Schau mal, wenn du komplett in deiner Freude, in deiner Energie, in deiner Kraft, in deiner Stärke bist und das machst, was dir wirklich aus ganzem Herzen Freude macht, wie begegnest du deiner Mutter? Kannst du sie mit dieser tollen Energie anstecken? Darüber mal nachdenken, mal hören, was das Herz dazu sagt. Okay? Gabi, meine innere Stimme sagt, mach, wie du denkst und fühlst und lasse dich nicht beirren. Höre nicht auf die anderen, nur auf dein Inneres und mache, kreiere, finde. Sei einfach mehr du selbst. Sei einfach mehr du selbst. Ich melde mich in dir, weil du die Schritte noch nicht gehst oder gegangen bist. Das aber wird dich frei machen, nicht mehr vom Denken beherrscht zu werden. Die Kontrolle ist ungesund,
Sie erzeugt Angst, die weiter Angst erzeugt. Sehr gut auf den Punkt gebracht, Gabi. Sie erzeugt Angst, die weiter Angst erzeugt. Lauf einfach los, mach es. Und es wird sich fügen, wie es gut ist und gesund ist, so spricht es in mir. Sehr schön zusammengefasst, liebe Gabi. Danke dir. Also, liebe Silvia, ich glaube, ich durfte dir da so ein paar Impulse schenken. Ich möchte da gerne wirklich raus und wunderbar, was du mir da auf den Weg gibst, so aus dem Herzen. Ich danke dir. Silvia, ich danke dir, dass ich das jetzt hier mit dir teilen durfte und dir ein paar Impulse schenken durfte und danke für deine Offenheit. Okay? Also, ihr Lieben, so könnt ihr die Botschaften eurer Seele deuten, früher deuten, ohne in eine Odyssee verstrickt zu werden von vielen Jahren, wie ich das ja mal war. Das kannst du dir ersparen. Wenn du jetzt hier durch meine eigene Geschichte feststellst, du bist schon in einer Odyssee von einigen Jahren drin, dann hast du jetzt damit wirklich auch ja, die Chance, eine Entscheidung zu treffen, da rauszugehen. Du entscheidest. Okay, lausch auf dein Herz. Ganz liebe Umarmung. Bis dahin. Ciao.